Oh, da unten läuft irgendwas. Ah, es ist halt tiefste Nacht und schlechtes Wetter. Es geht ja wieder gut los. Heute spielen wir nämlich endlich mal wieder The Isle. Und zwar als Herrerasaurus. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie die Nacht rumkriege, weil ich glaube, groß rumlaufen will ich jetzt nicht. Nicht bei dem Wetter. Weil da vorne liegt schon Blut. Also irgendwas ist hier. Springen wir darüber. Vielleicht könnten wir da schon was essen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch Angst, gegessen zu werden. Und das ist nur eine Blutspur. Okay, das ist nicht mal was zu essen. Dann gehen wir erstmal wieder hier hoch. Oh, ich bin hier direkt am Ufer. Hier gibt es auch einiges an Futter. Also ich muss aufpassen. Guck mal, hier liegt eine Ziege. Ich werde es essen, aber es ist halt sehr gefährlich. Kann gut sein, dass ich jetzt direkt drauf gehe. Okay, das hat soweit geklappt. Die Diät haben wir voll. Oh, ich bin echt froh, dass wir klettern können mit dem Herrera. So, hier vorne ist jetzt sogar noch die letzte Diät, die wir brauchen. Das ist ein Reh. Wenn wir das voll haben, haben wir die perfekte Diät, um zu wachsen. Dann können wir wirklich die Nacht erstmal in den Baumkronen verbringen. Ich werde mal versuchen, hier den Zaun hochzuklettern. Vielleicht haben wir ja da einen guten Spot, wo wir chillen können. Ich weiß halt nicht, ob wir hier ganz hochkommen. Ich glaube nicht, dass wir hier links vorbeikommen. Ah doch, kommen wir sogar wirklich. Oh, das ist ja cool. Ja, hier sollten wir jetzt erstmal sicher sein. Jetzt müssen wir nur zusehen, wie wir hier wieder sicher runterkommen. Oh Gott, ich muss hier richtig aufpassen. Ich hänge ganz komisch. Oh oh, bin hier nicht in einer guten Position. Okay, keinen Fallschaden bekommen. Alles gut gegangen. Gott sei Dank. Ja, hier vorne am Ufer liegt auf jeden Fall ein Dilophosaurus-Kadaver. Aber hier sind auch Crocs. Na, da wollen wir jetzt nichts mit zu tun haben. Ich bin auch noch relativ satt. Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt dort zu dem Kadaver. Ja, das sieht halt auch einfach aus wie ein Bait. Als ob das Croc das da extra hingelegt hat, damit neue Beute kommt. Ja, damit will ich nichts zu tun haben. Versuche jetzt erstmal hier wegzuspringen. Und gehe mal von dem Ufer weg. Das Problem ist, ich muss halt irgendwann auch was trinken. Und ich weiß halt, in dem Gewässer sind definitiv Dinos. Oh, da kommt ein Wildschwein. Nicht, dass ich den erlegen kann. Ich bin halt noch super klein. Aber der kommt gerade auch nicht an mich ran. Also alles entspannt. Ich werde jetzt aber mal ein bisschen wandern. Ah, hier kommen endlich auch mal andere Bäume als nur Palmen. Weil bei Palmen kann man sich halt nicht hinlegen, weil die keine Äste haben. Ich kletter jetzt hier mal diesen hohen Baum hier hoch. Ich denke mal, da werden wir einen guten Ast finden, auf dem wir uns ausruhen können. Ja, das ist doch entspannt. Dann können wir hier kurz ausruhen. Und dann geht's gleich weiter. Oh, guck mal, da vorne ist eine Ziege. Vielleicht sollte ich die noch schnell erlegen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier sicher runterkomme. Und dann schauen wir mal, dass wir die Ziege irgendwie erlegt kriegen. Am besten wäre es vermutlich, wenn ich auf die drauf springe, aber ich kriege die bestimmt auch so.
Da ist sie down. Oh, hier vorne ist ein Gewässer. Das ist gut, weil wir sind schon sehr durstig. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Krokodile drin sind. Trinken ist ja immer so ein gewisses Risiko hier in dem Spiel. Das hat aber alles geklappt. Das ist schön. Unsere Farbe kommt sogar so langsam zum Vorschein. Ich werde jetzt hier mal das Gewässer überqueren. Willkommen im Jurassic Park. Hier war ich, glaube ich, auch noch nie. Aber hier kann man bestimmt auch nicht rein. Hier ist bestimmt eine unsichtbare Wand. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber sieht auf jeden Fall interessant aus. Na, ich bin ein bisschen aber hier weiter. Kletter mal eben hier die Riesenpalme hoch. Dann haben wir so einen kleinen Überblick. Die sind wirklich gigantisch, die Palmen. Wir bräuchten jetzt Wildschwein oder Reh. Dann könnten wir wieder unsere Diät auffüllen. Das wäre echt praktisch. Da unten wäre ein Wildschwein. Ich weiß halt nicht, ob wir von hier oben da hinkommen. Oh Gott! Okay, wir haben keinen Fallschaden bekommen. Das greift halt an. Ich würde halt gerne da drauf springen. Das wäre so der beste Weg, um dem Schaden zu machen, denke ich. Vielleicht können wir hier kurz rauf. Oh, sogar One-Shot. Das ist ja super. Dann können wir die nächste Diät auch wieder voll futtern. Oh, da vorne trinkt was. Ein Galli ist das. Okay, vielleicht können wir den verfolgen und dann da drauf springen. Ich werde den aber so jetzt erstmal nicht angreifen. Das ist mir zu gefährlich. Hier vorne ist einiges passiert. Da sind Pteranodons. Oha. Aber die essen hier gerade Frösche und Fische und sowas. Das ist interessant. Den Frosch esse ich natürlich. Brauchen wir. Ja, der Fisch, der bringt uns nicht die Diät, die wir gerade brauchen. Ich esse einen kleinen Bissen davon, aber mehr auch nicht. Ah, da ist noch ein Frosch. Den können wir gut gebrauchen. Der lebt aber, glaube ich, noch. Da vorne ist ein kleiner Kano. Da unten ist er. Oh, er hat mich erwischt. Ja, der will, dass ich runterspringe. Wir haben ihn aber auch gut Schaden gemacht. Meint ihr, der kommt so schnell weg?
glaube, der ist schon relativ low. Oh nein! Oh Gott. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt und dann bin ich am Baum hängen geblieben. Ja, so schnell kann es gehen bei The Isle. Und schon sind wir wieder winzig. Da bin ich wohl ein bisschen aus der Übung. Zu lange nicht gespielt. Aber ich gucke jetzt mal, dass ich hier wieder schnell meine Diät vollkriege. Und dann sollten wir auch wieder ganz schnell wachsen. Ja, nach diesen paar Schwierigkeiten beim Wachsen habe ich es dann doch endlich geschafft, vollständig auszuwachsen. Wir brauchen jetzt dringend was zu trinken. Aber ich glaube, das ist halt saugefährlich hier. Jetzt trotzdem riskieren. Das Croc geht schon direkt ins Wasser. Das wird dann leider nichts. Ich hatte halt die Hoffnung, wenn das Croc da am Ufer ist, dass nichts passiert. Aber guck mal da vorne, das wimmelt nur so von Crocs. Da liegen überall welche. Gott, ich werde ja niemals hier was trinken können. Vielleicht kann ich mich mit den Stegos anfreunden, dass die mich verteidigen oder so. Keine Ahnung, ob ich hier was abbekomme. Halt sehr riskant. Da vorne wäre auch ein Stego-Baby. Vielleicht kann ich mich ja mit dem Stego-Baby anfreunden. Und dann kann ich was trinken. Ich glaube, anders komme ich halt nicht an Trinken, weil guckt euch das mal an, wie viele Crocs da sind. Und ich brauche dringend Trinken und hier ist nichts anderes in der Nähe. Ich muss es riskieren. Hallo, kleiner Stego. Oh ne, der Stego will nicht. Ich mach nichts. Kann ich hier auch was trinken? Wäre das okay? Ich möchte nur was trinken. Ich glaube, die wollen nicht. Oh, hinter mir war auch noch was anderes. Ein Theno. Gott, das ist richtig gefährlich gerade, was ich mache. Ah, ich weiß nicht, wie ich sonst ans Wasser soll. Wir riskieren's. Ein bisschen haben wir zumindest getrunken. Ich versuche mich jetzt nochmal mit den Stegos anzufreunden. Der eine hat sich gerade hingelegt. Geh mal hin. Ich bin nicht böse. Das ist ja echt gerade Leben am Limit. Ich würde gerne noch mal was trinken gehen mit euch. Ah, die Nacht kommt jetzt. Und ich muss zusehen, dass ich noch mal einen Schluck trinke. Ach, guck mal, die Stegos sind auch noch da. Vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Ich hoffe, er erinnert sich noch an mich. Darf ich?
Er stellt sich vor mich, sehr gut. Das ist ja perfekt. Okay, das muss reichen. Oh Gott, hinter mir, Kano. Springen wir auf den Kano. Er hat auf jeden Fall Schaden bekommen. Eventuell, wenn ich noch höher gehe. Ich glaube, ich werde jetzt umzingelt. Es sind mehrere hier. Die liegen direkt hier hinter meinem Baum. Geh mal hoch, da mache ich nämlich mehr Schaden. Wenn der Erwachsene hier weggeht, dann springe ich. Und los. Oh nein, ich habe nicht gehittet. Er hat sich auch gerade leider wegbewegt. Ich glaube, ich falle gleich runter. Ich kann hier ganz schwer nur abspringen. Oh, ich bin runtergefallen. Oh nein, die haben mich beobachtet. Oh Gott, schnell hier hoch. Ich wurde sogar noch erwischt, glaube ich. Ich sag's euch dann, diesen Ästen ist immer schwierig. Man muss halt schon so am Stamm abspringen, das geht leichter. Da trinkt gerade ein anderer Herrera. Ich werde mich dem mal anschließen. Ja, wir werden beobachtet von den Crocs. Oh Gott. Alter Schwede. Kletter mal hier hoch. Da vorne sind nämlich welche. Vielleicht kann ich mich an die ranschleichen. Das sind, glaube ich, Pachis. Das könnte meine Rache sein für die Bodyfraktur gerade. Dann hier wieder hochgehen. Jetzt kann ich springen. Bin erwischt. Oh, ich habe jetzt schon keine Ausdauer mehr. Das ist echt krass, wie viel Ausdauer der verliert. Also so oft kann man nicht springen mit dem. Oh, die werden richtig attacked hier. Von allen Seiten. Das ist ein Kano hier auf der Seite. Jetzt muss ich noch Druck von oben machen am besten. Wir können den Kopf treffen. Er versucht mich zu hitten, hat aber nicht geschafft. Kann ich wieder auf sie drauf springen? Die schreiben gerade miteinander. Oh Gott, es hat nicht geklappt. Jetzt hänge ich hier ganz komisch. Oh Gott, wie hänge ich denn jetzt hier? Oh, er hat sich direkt hier hingelegt. Ich glaube, der weiß nicht, dass ich hier bin. Versucht mich zu treffen, hat er aber nicht geschafft. Autsch.
Das hat nicht so geklappt. Oh Gott. Oh nein! Dieser Zaun. Der Zaun ist tödlich. Oh Gott. Oh nein, der Pachy hat uns verfolgt. Der hat uns echt beobachtet. Uiuiuiuiui. Jetzt werden sie vielleicht gleich abgelenkt von dem Cerato. Dann kann ich hier ran jumpen. Jetzt kann ich auch springen auf die. Ich könnte hier eine Double Attack machen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Die Pachys sind wütend. Oh Gott. Oh nein. Kletter hoch. Ich häng fest. Oh, dieser Zaun, ey. Klettern ist leider manchmal ein bisschen buggy. Wenn es schnell gehen muss, kann das wirklich mal zu Panik führen oder auch zum Tod. Den haben wir gut Schaden gemacht. Spring nochmal. Ach, der ist schon tot. Leiche ist einfach nur verbuggt. Na dann, noch besser. Oh, da vorne ist der, den ich vorhin angegriffen hatte. Kleine Cerato. Yes, wir haben ihn. Mission erfolgreich. Oh, das ist ein Dilo. Mit ihm richtig Bock auf den. Und die haben ihn noch erlegt. Hä? Ich habe gar keinen Schaden gemacht, oder? Aber warum? Der will hier hochkommen zu mir. Ich teste es nochmal. Diesmal habe ich Schaden gemacht.